Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Heute Morgen befinde ich mich in Flensburg. Es hat noch ein bisschen Nebel und ich werde eine ganz interessante Wanderung machen. Ich werde das euch aber ein bisschen später noch erklären. Jetzt die Altstadt von Flensburg. Noch gerade Markt. Da die große Kirche. Es hat sehr schöne Häuser, teil alte. Und jetzt noch nicht so viele Leute. Da kommt auch wieder ein interessantes Haus zum Vorschein. Mein Schuh ist noch nicht oben. Ist ganz eine schöne Altstadt. Mit samten Häusern.
Jetzt befinden wir uns schon in den Vororten von Flensburg. Das ist das Heizkraftwerk. Und da vorne im Nebel sieht man die Werft. Liebe Wanderinnen und Wanderer, ich denke sicher, ich sei wieder so auf einem Fernwanderweg unterwegs. Das stimmt heute nicht. Es ist zwar auch ein Fernwanderweg. Ich bin auf dem Klimawalk unterwegs. Das ist ein Weg, der geht quer durch Europa. Und ich mache heute den zweiten Teil. Da in Flensburg bin ich jetzt gestartet und geht jetzt dann weiter Richtung dänische Grenze. Hier noch einen kleinen Teil der Flensburger Förde entlang. Und dann werde ich einen großen Teil in Dänemark weiterwandern bis nach Bad Borg. Und dort werde ich dann wieder auf den Zug umsteigen und nach Hause fahren. Jetzt bin ich an der Flensburger Förde unten angekommen. Leider sieht man nichts oder fast nichts davon. Übrigens, diesen Wanderweg, den ich heute mache, der ist noch nirgends gekennzeichnet. Den kann man nur über das Internet abrufen. Diese Enten da. Hey. Oh. Da draußen hat es noch ein Boot. Wie das aussieht, ist das ein Fischerboot. Heute sieht man nicht mal auf die gegenüberliegende Seite. Naja. Aber so wie es aussieht, kommt die Sonne doch noch zum Vorschein. Das heute was mystisch. Da vorne erkennt man den Segelhafen. Darüber sieht man fast gar nicht. Da habe ich ganz einen schönen Weg. Es geht nicht mehr so weit, bin ich schon in Dänemark. An dieser Stelle zweigt jetzt der Europa-Fernwanderweg E6 und E1 von meiner heutigen Wanderstrecke ab. Und da unten noch die Förde. Und da hinten, dieses Gebiet, wo man das sieht, das ist bereits Dänemark. Liebe Wanderbrüder, das gibt es also auch in Deutschland, nicht nur in der Schweiz.
und da drüben. Ist Dänemark. Das da hier ist also der äußerste Zipfel von Deutschland. Ja, jetzt kommen wir an die Grenze. Grenzhaus auf deutsche Seite. So, und da ist der Grenzstein. Und hier runter kommt jetzt die Grenze. Und ich werde dann diesen Hügel hier irgendwo hochsteigen, dann entlang nach gehen. Und da noch zum letzten Mal die Flensburger Förde. Das hier ist das dänische Grenzhaus. Und jetzt kommt die Sonne langsam zum Vorschein da. Da hier die deutsche Seite. Leider muss ich jetzt schon bald die Flensburger Förde wieder verlassen. Und werde jetzt fast der Grenze entlang wandern, Deutschland, Dänemark, auf der dänischen Seite. Da sieht man wieder so einen Zaun. Das ist, dass die Wildschweine von Deutschland nicht nach Dänemark eindringen können und die Schweinepest verbreiten. Da ist sogar so ein Rotzenboden. Können sie nicht gut darüber. So, da. Zweiter Zunderwanderweg wieder ab. Und hier von der linken Seite kommt der E6 runter. Dem folgen wir jetzt ein kurzes Stück. Da kommt jetzt der E6 runter. Und geht da hier weiter. Da bin ich ja jetzt hergekommen. Und mein Wanderweg führt mich jetzt hier hoch.
vom E6 weg. Der erste Aufstieg. Ganz ein schöner Wald. Und da sind große Buchen umgefallen. Da schon ziemlich schön erreicht. Dieses Weglein da habe ich jetzt fast nicht gesehen. Bin zuerst noch an ihm vorbeigegangen. Da habe ich jetzt einen doch ganz schönen Wald. Und jetzt geht es da hinten durch. Ja, der Nebel lichtet sich langsam. Ist ganz mystisch. Da ein schöner Weg. Ja, wenn ich denke, dieser Wanderweg ist auch am Nordkap oben. Er ist aber auch in Portugal unten und sogar Italien, Spanien, Österreich, Polen. Es ist also weitläufig. Und da geht es doch schon ziemlich steil runter. Da ist ein richtiger Graben. Da noch eine Bank. Und da bin ich jetzt gerade raufgekommen. Und jetzt geht es hier weiter. Ich habe da ganz eine schöne Stelle, einen Blick nach Deutschland. Und schon wieder die ersten Häuser da hier. So, ein schöner Platz, um eine Pause zu machen. Ich habe Krusau erreicht. Das ist das erste Dorf in Dänemark. Jetzt geht mein Wanderweg da vorne der großen Straße entlang. Schön da oben. Jetzt bin ich wieder auf einem schönen Weg, konnte die große Straße verlassen. Spannend, was ich da vorne sehe. Ah, da sind noch Kühe am Weiden. Schön.
Schön. Jetzt habe ich Smedeby erreicht. Und schön da hier. Eine große Ebene vor uns. Dieser Blick ist Richtung Deutschland. Und da vorne hat es auch schon wieder eine sehr schöne Rastmöglichkeit. Da sehr viele Rastplätze in dieser Gegend. Und da kommt man sich wirklich fast schon wie in der Wildnis vor. Ah, da vorne die Kirche von Baub. Da. Dort kommen wir dann auch vorbei. Da macht es auch viel Spaß zu wandern. Jetzt bin ich in einem ganz interessanten Wald. Von da bin ich jetzt hergekommen und da verlasse ich jetzt den Klimawalk. Der geht nämlich jetzt hier in diese Richtung weiter. Und von daher kommt der E1. Den habe ich schon gemacht dadurch. Und der geht dann hier geradeaus auch weiter, wo auch dann der Klimawalk weiterführt. Und ich mache jetzt ein bisschen eine andere Wanderung, noch bis nach Bad Borg zum Bahnhof. Und zwar gehe ich hier durch.